Sofern das einfach nur, weil ich sie jetzt zeigen will, weil das Spiel zur Erklärung benötigt, weil wir halt einfach. Du konntest mich ja nicht hören, wenn ich die ganze Zeit Sachen gesagt habe. Während der Runde. Falls sonst jemand das guckt, einfach nicht angucken, ist eigentlich nur für Fenris. Ist einfach scheißegal. Ich gucke eh nur an Statistiken. In der Runde Northgard gespielt, das hier warst du, Fenris, das war ich. Das gefällt dir. Also, ich hatte eigentlich richtig krass auf Truppen gesetzt. Meine Truppen waren relativ gut und ich habe halt eben einfach diesen neuen Clan ausprobiert, der mit Herzogtümern hier arbeitet und damit, dass ich halt eben so die richtig schlechte Infanterie verwenden muss, um halt eben meine Lords halt stärker zu machen und sowas. Problem ist halt, ich habe in der ersten Schlacht so hart auf die Schnauze gekriegt, ich hatte dann noch keine Einheiten übrig. Gar nichts mehr. Also beziehungsweise ich glaube 3 Einheiten hatte ich zwischen die übrig, die habe ich dann nochmal mit angegriffen und so. Sieht man hier, maximale Kriegsmeute von mir richtig hoch. Richtige Kriegsmeute geht einmal hier runter, bleibt dann die ganze Zeit unten und geht dann nochmal auf 0 runter im letzten Verteidigungskampf. Und ja, deswegen hatte ich die ganze Zeit keine Truppen und habe dann irgendwann Schutz benötigt. Und dann habe ich halt eben in die Siegbedingungen geguckt und habe halt gesehen, hier hängen wir beide hinten dran. Du bist hier letzter, ich war hier irgendwie vorletzter oder vorvorletzter, also ganz weit unten. Dazu, okay, wenn wir jetzt noch gewinnen wollen, um das Town Hall halt zu kriegen, müssen wir jetzt einen Sieg rushen. Und damit war für mich halt einfach nur klar, okay, es kann nur der Wissenssieg sein, ein Handelssieg macht keinen Sinn und sowas. Und dann habe ich eben meinen Clan halt, ne, das was halt eben gut ist, so dieses Economic Micromanagement und sowas, habe ich halt richtig krass reingehauen, um eben einfach viel Wissen zu bekommen. Du siehst, Nahrung war ich die ganze Zeit hoch dabei, Holz war ich, ja, mäßig okay dabei und Coins, nachdem ich eben einmal ein bisschen umgebaut habe, um eben mehr Glauben halt herzustellen, ist halt meine, sind halt meine Coins halt so im Arsch gewesen, dass ich permanent minus 10 oder sowas hatte. Also jetzt, ich bin auch gerade hier mit minus 5. Ich hatte minus 15, minus 10, so und mittlerweile sogar nur noch minus 5, aber trotzdem, also ich habe eigentlich die ganze Zeit nur Sachen repariert und dadurch halt irgendwie überlebt, weil ja die Häuser anfangen zu brennen. Aber es ist nicht so dramatisch, wenn man genug Holz hat. Ja, und Zufriedenheit war immer schön dabei. Und dann siehst du einfach hier in der Statistik so, wie es halt läuft. Ich bin so mit denen ganz okay noch dabei, ne? Und dann hier ab dem Zeitpunkt, das sieht man auch gleich hier, das sind ja die Boni, die ich geben kann. Und die habe ich auch teilweise an dir gegeben. Hier, das erste habe ich nicht geteilt, aber die habe ich alle einfach geteilt dann. Und das war mein erster Boni. Und dann habe ich hier angefangen, auf Glauben zu gehen. Und das ist ziemlich genau September 804. Und September 804, das ist hier. Da ist noch okay. Und dann steigt es plötzlich. Und das steigt so rapide, wie du ja siehst. Ich habe halt ungefähr 4000 oder so innerhalb eines Jahres halt gemacht. 4000 Wissen. Es ist halt insane, wie stark der Clan halt sein kann, was das angeht. So, ich habe die Herzogtümermechanik und sowas dann halt eben. Also, ich habe den Clan halt vorher nicht ganz durchblickt, so wie ich das zu machen habe. Und dann habe ich halt irgendwie einmal plötzlich durchblickt, so halbwegs. Und habe halt richtig, richtig krass auf Wissen gegangen. Und du siehst halt, es ist einfach komplett eskaliert, ne? Hier, das ist nicht so relevant gerade alles. Was relevant ist tatsächlich, ist hier Bevölkerung. Weil, du siehst, hier oben steht 36 von 42 und ich habe einfach irgendwie 60 oder so Bevölkerung. Das liegt an dem Clan auch, weil die Leute in Herzogtümern einfach nicht zählen, was ich halt viel zu spät erst gecheckt habe. So, ich dachte, ich müsste halt Häuser bauen oder sowas, aber ich brauchte einfach keine Häuser mehr. Deswegen habe ich halt die alle mit der Zeit abgerissen, weil ich einfach dachte, dass ich keine Bevölkerung habe. Aber ich habe halt Bevölkerung gehabt, ich habe noch nicht gecheckt, dass sie halt nicht zählt dazu. Ja, genau, militärisch zählt, das ist alles irrelevant, aber hier, genau, also du siehst einfach, wie schnell ich auch. Es kommt auch vor allem nochmal drauf an, wie viel Produktion ich halt in den Gebieten habe. Zum Beispiel habe ich jetzt hier halt sehr viel Glauben produziert und hier halt auch in den beiden Gebieten. Dadurch konnte ich diesen Glaubensbonus einfach deutlich, deutlich, deutlich früher jedes Mal zünden. Und deswegen war es einfach so, yo, ich kann halt, nur ne, einen Monat geht der Bonus und direkt danach kann ich ihn wieder zünden. Also irgendwie 18 Tage hat das gedauert, den wieder aufzuladen, so. Deswegen habe ich das so oft, dieses plus 6 Glauben und plus 30% auf die Produktion aufgehauen. Das ist halt übelst stark, wie du siehst. Und ich habe auch am Ende irgendwie 22 von den Mönchen gehabt. Glaubensproduktion 117, ne? Also, ja, das war schon ordentlich. Ja, auf jeden Fall, das wollte ich dir nur gerade einmal gezeigt haben, weil du jetzt leider gerade nicht mal keine Zeit mehr dafür hattest, wie das halt dazu noch kam, dass wir halt noch gewonnen haben. Vor allem, wie du mir halt einfach wirklich so ungefähr 10 Sekunden, bevor wir gewonnen haben, geschrieben hast, kriegen wir irgendwie einen Sieg zusammen? Und ich einfach nur so, ja, und klicke halt dann auf, dass ich das Fachwissen halt wählen kann, dass ich hier den letzten Segen halt mir nehmen kann. Ja, das war schon irgendwie lustig. Aber wie gesagt, also dass du mich ja verteidigt hast, hat uns eventuell den Arsch gerettet. Wir haben zu dem Zeitpunkt noch 2 Techs gefehlt. Aber die habe ich halt so hart schnell zusammenbekommen. Du hast das Gebiet halt kurz, also ich habe das kurz einfach wieder besiegelt und du bist halt in das nächste reingegangen. Hast halt eins irgendwie erobert. In der Zeit, in der du ein Gebiet dekolonisiert hast, habe ich einfach 2 Fachwissen bekommen und habe uns halt den Sieg dann geholt. Also ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht. War ziemlich irgendwie
übelst schwer die ganze Zeit mit den Söldner-Raids. Apropos dazu auch noch kurz. Die gehen jetzt scheinbar neuerdings irgendwie ein neues Update oder so vielleicht. Die gehen ins Gebiet rein. Ich ziehe halt alle Zivilisten einfach raus, damit die nicht killen. Und die plündern, glaube ich, kurz. Also nehmen irgendwie ein paar Ressourcen mit und hauen dann wieder ab. Das heißt, man muss die nicht mehr abwehren. Ich bin einfach die ganze Zeit nur ausgewichen und habe halt meine Zivilisten in meine andere Gebiete verlegt währenddessen. Aber die kamen schon echt häufig. Das war schon hart nervig. Ja, und den geilen Soundtrack, den du gerade hörst, das ist wegen dem, weil wir gerade hier den Bonus haben. Das ist halt, ich habe den, ich, vor allem das Geile ist halt, das sieht man auch nicht so ganz bei dem hier. Aber ich kann halt früher oder später bei hier 500 Ruhm kann ich zweimal so einen Bonus gleichzeitig machen. Das heißt, ich habe einfach die ganze Zeit hier zwei auf einmal gezündet. Also das hier ist nicht einer, sondern das sind zwei. Das hier sind auch zwei. Das sieht man so ganz leicht hier links noch so eine weitere Glocke da hervorkommen, weil ich den hier zweimal gezündet habe. Das heißt, ich habe da nicht plus 6 Ruhm und 30 bekommen, sondern plus 12, also plus 12 Wissen und 60% Produktionsbonus. Es ist schon stark, wenn man es halt irgendwie ein bisschen verstanden hat. Also du kannst richtig krass auf so einen Sieg rushen, aber es ist schon auch sehr schwer zu spielen. Auch ein bisschen Micromanagement-lastig. Und es ist echt undurchsichtig, wie was funktioniert. Naja, auf jeden Fall, das war's. Ich wollte nur kurz das Ganze zeigen. Und so, bis zum nächsten Video in einem Jahr oder so, ne?